Wer eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einlegen möchte, muss dazu ein Formular benutzen. Wo man es findet und wie man es ausfüllt, darum geht es im heutigen Video. Wer eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einlegen möchte, muss dazu das Beschwerdeformular des EGMR benutzen. Das ist so geregelt in der Verfahrensordnung des Gerichtshofs. Für diejenigen, die das nachlesen, in der Verfahrensordnung steht auch drin, dass es Ausnahmen gibt. Die Ausnahmen spielen aber in der Praxis keine Rolle. Was in der Praxis passiert, wenn man eine Beschwerde einlegt, ohne das Formular zu benutzen, ist, dass man einen Brief des Gerichtshofs erhält, in dem steht, dass man die Beschwerde auf dem Formular einreichen soll. Wenn man Pech hat, ist dann die Frist schon abgelaufen. Daher empfiehlt es sich dringend, von vornherein das Formular zu benutzen. Man kann das Formular im Internet herunterladen und unter dem Video gibt es einen Link zur Fundstelle. Ich erkläre hier aber auch noch einmal, wie man es findet. Dazu ruft man zunächst die Webseite des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf. Das ist ECHR, Punkt für European Court of Human Rights, COE, Punkt für Council of Europe, INT. Da öffnet sich jetzt die Webseite und hier oben sieht man ein Feld mit verschiedenen weiteren Reitern. Und einer davon heißt Applicants, also Antragsteller oder Beschwerdeführer. Und wenn man den Mauszeiger darüber bewegt, dann öffnen sich zwei weitere Felder. Und das zweite davon ist Applicants Other Languages, also Beschwerdeführer andere Sprachen, anders als Englisch oder Französisch. Wenn man darauf klickt, dann öffnet sich eine neue Seite und über die Seite hat man Zugang zum Beschwerdeformular in den Sprachen aller Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention. In der dritten Zeile gibt es dann hier ein Feld, das zum Formular in deutscher Sprache führt. Wenn man darauf klickt, öffnet sich zunächst eine neue Seite, auf Deutsch schon. Da gibt es dann einige Informationen zum Verfahren beim EGMR und hier auch einen Link zum Beschwerdeformular. Hier muss man noch einmal klicken und jetzt kann man das Beschwerdeformular herunterladen. Dazu benötigt man den Acrobat Reader in der Version 9 oder höher. Das ist also das Beschwerdeformular. Beim Ausfüllen des Formulars sollte man sehr sorgfältig vorgehen, weil der Gerichtshof in vielen Fällen sehr kleinlich ist und Beschwerden schon wegen formaler Fehler im Formular zurückgewiesen werden können. Das sind beispielsweise Fälle, in denen Felder nicht ausgefüllt worden sind oder in denen der Beschwerdeführer ein veraltetes Formular verwendet hat. Wie füllt man das Formular also aus? Die erste Seite ist weitgehend selbsterklärend. Oben hat man die Felder Strichcode, Aufkleber oder Betreffnummer. Die muss man nur dann ausfüllen, wenn man vorher bereits Kontakt zum Gerichtshof gehabt hat. Das betrifft Fälle, in denen Beschwerdeführer versucht haben, eine Beschwerde einzureichen, ohne das Formular zu benutzen. Wie schon gesagt, bekommt man in diesem Fall eine Antwort des Gerichtshofs, in der steht, man solle die Beschwerde noch einmal mit Formular einreichen. Dabei bekommt man auch ein Aktenzeichen bzw. eine Betreffnummer mitgeteilt und erhält manchmal einen Strichcode-Aufkleber. Das soll es dem Gerichtshof möglich machen, die Beschwerde zuzuordnen, wenn sie dann mit Formular eingeht. Wenn man vorher noch keinen Kontakt mit dem Gerichtshof hatte, kann man die Felder einfach freilassen. Hier auf der linken Seite trägt man dann die persönlichen Details bzw. Kontaktdaten des Beschwerdeführers ein. Also Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail. Und man kreuzt an, ob die Beschwerde von einer männlichen oder einer weiblichen Person eingereicht wird. Für Beschwerden durch Diverse ist derzeit im Beschwerdeformular noch keine Sorge getragen. Auf der zweiten Seite kreuzt man dann an, gegen welches Land sich die Beschwerde richtet. Die dritte Seite muss man nur dann ausfüllen, wenn man durch einen Rechtsanwalt oder durch eine andere Person vertreten wird. Wenn man einen Rechtsanwalt beauftragt hat, hat man in der Regel mit dem Ausfüllen des Formulars nichts zu tun, weil das ja in dem Fall der Rechtsanwalt übernimmt. Dennoch hier einige kurze Worte dazu. Hier in der rechten Spalte trägt man die Kontaktdetails des Rechtsanwalts ein,
Das ist auch weitgehend selbsterklärend. Und man darf auf gar keinen Fall vergessen, hier im Abschnitt C3 noch einmal eine Vollmacht zu erteilen. Wenn man einen Anwalt beauftragt, gibt man ihm ja in der Regel bei Mandatserteilung eine Vollmacht. Das reicht aber für die Einreichung der Beschwerde nicht aus, sondern man muss im Beschwerdeformular noch einmal ausdrücklich bestätigen, dass der Anwalt bevollmächtigt ist. Hier im Feld 33. Und der Anwalt muss bestätigen, dass er das Mandat annimmt, hier im Feld 35. Gleiches gilt auch bei Vertretungen durch eine Person, die selbst kein Rechtsanwalt ist. Das vierte Feld ist nur für den Fall, dass Organisationen eine Beschwerde beim EGMR einlegen. Das lassen wir jetzt mal weg. Wir gehen davon aus, es handelt sich hier um eine Beschwerde durch eine Einzelperson. Und dann kommt auf Seite 5 oder ab Seite 5 die Schilderung des Sachverhaltes. Da schildert man also die Tatsachen, aus denen sich die Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention ergibt. Das kann man in deutscher Sprache tun. Später im Verfahren müssen dann weitere Schriftsätze oder Eingaben grundsätzlich auf Englisch oder Französisch abgefasst sein. Einlegen kann man die Beschwerde aber in jeder Sprache eines Mitgliedslandes des Europarates, also auch auf Deutsch. Wie man hier sieht, stehen für die Darlegung des Sachverhaltes im Formular 3 Seiten zur Verfügung. Auf diesen 3 Seiten muss der Sachverhalt vollständig geschildert werden. Es gibt die Möglichkeit, dem Formular noch einen Anhang beizufügen, in dem der Sachverhalt weiter erläutert wird. Man kann aber nicht im Formular anfangen, den Sachverhalt zu beschreiben und dann schreiben Fortsetzung siehe Anhang und dort einfach weiterschreiben. Die Schilderung des Sachverhalts im Formular muss in sich geschlossen und verständlich sein. Man muss also den Sachverhalt so weit eindampfen, dass er in das Formular passt. Inhaltlich sollte man den Sachverhalt möglichst neutral und sachlich schildern. Es geht darum, was passiert ist, nicht um die Bewertung. Also beispielsweise, das Landgericht Köln wies die Klage mit Urteil vom 11.03.2019 ab. Nicht in einer völlig absurden, allen Grundsätzen der Rechtsanwendung widersprechenden Entscheidung wiesen die korrupten Richter des Landgerichts Köln die Klage ab. Der EGMR möchte an dieser Stelle des Beschwerdeformulars lediglich wissen, was passiert ist. Wie das zu beurteilen ist, darüber bildet er sich dann selbst eine Meinung. Man sollte sich also auf die Tatsachen beschränken, die notwendig sind, um den Sachverhalt zu verstehen. Als praktischer Hinweis, es empfiehlt sich, den Text zunächst in einem Word-Dokument zu schreiben und dann in das Formular hinein zu kopieren. Das Formular ist ein PDF-Dokument. Änderungen sind dann also nur schwer möglich. Wenn man später beispielsweise noch etwas einfügt, verschiebt sich der Text nicht automatisch auf die nächste Seite, sodass man häufig alles neu schreiben muss, wenn man noch Änderungen vornehmen möchte. Der Platz, den man da zur Verfügung hat, entspricht je nach Schriftgröße und Schriftart ungefähr 4 Word-Seiten. Auf der nächsten Seite, also Seite 8, ab Seite 8 im Beschwerdeformular, kommt dann die rechtliche Begründung. Hier gibt man links an, gegen welchen Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention der Staat verstoßen haben soll, und erläutert rechts, worin der Verstoß liegt. Die Angabe dieser Artikel ist für den EGMR nicht bindend. Es kann also beispielsweise passieren, dass man sich auf eine Verletzung von Artikel 8 EMRK stützt, der Gerichtshof letztlich aber eine Verletzung von Artikel 6 EMRK feststellt. Dennoch sollte man sich natürlich gründlich überlegen, welche Artikel man angibt. Wenn man keinen Artikel findet, der verletzt sein könnte, ist das in der Regel ein Hinweis darauf, dass die Beschwerde nicht begründet ist. Hier hat man also 2 Seiten, um sich mit der rechtlichen Würdigung des Sachverhalts im Hinblick auf eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention zu befassen. Auf der 10. Seite des Formulars gibt man dann einen Überblick über die Rechtsmittel, die man eingelegt hat. Eine Beschwerde beim EGMR ist nur dann zulässig, wenn der innerstaatliche Rechtsweg erschöpft ist. Das heißt, bevor man zum EGMR geht, muss man alle effektiven Rechtsmittel innerhalb eines Staates in Anspruch genommen haben. Die 10. Seite des Formulars dient dazu, dass der Gerichtshof schnell prüfen kann, ob diese Voraussetzung erfüllt ist. Hier in der linken Spalte beschreibt man da schlagwortartig die Maßnahme, in der man die Konventionsverletzung sieht. Also beispielsweise Verpflichtung, mein Haus abzureißen durch Verfügung der Stadt Wiesbaden vom so und so vielten oder Abnahme und Speicherung von Fingerabdrücken am so und so vielten. In der rechten Spalte kommt dann der Instanzenzug.
Also beispielsweise, also die Rechtsmittel, die man ergriffen hat, um sich gegen die Maßnahme innerstaatlich zur Wehr zu setzen. Das wäre dann also beispielsweise Klage gegen die Verfügung der Stadt Wiesbaden am so und so vielten. Und darunter dann der weitere Gang des Verfahrens. Dann Klageabweisungen durch das Verwaltungsgericht Wiesbaden am so und so vielten mit Datum und Aktenzeichen. Und dann als nächstes das Rechtsmittel, das man eingelegt hat, Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden und so weiter und so fort, durch bis zur letzten Instanz, bis hin zum letzten Rechtsmittel, das man eingelegt hat. In der Regel also die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Besonders bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist es wichtig, in das Formular aufzunehmen, wann die Entscheidung ergangen ist und wann sie zugegangen ist. Also wann der Rechtsanwalt sie erhalten hat, wenn sie einen Rechtsanwalt hatten, oder wann sie ihnen zugegangen ist, wenn sie die Verfassungsbeschwerde selbst eingelegt haben. Das ist deshalb wichtig, weil der EGMR die Frist zur Einlegung der Beschwerde von dem Zeitpunkt an berechnet, zu dem die letzte Entscheidung ergangen ist. Die nächste Seite dient dazu, weitere Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Beschwerde abzuklären. Wie gesagt, sind Beschwerden erst dann zulässig, wenn alle innerstaatlichen Rechtsmittel erschöpft sind. Die Frage unter Nummer 64, gibt es oder gab es einen Rechtsbehelf, der nicht eingelegt wurde, dient also dazu abzuklären, ob das der Fall ist. Wenn man alle Rechtsmittel in Anspruch genommen hat, dann muss man das Feld 65 nicht ausfüllen. Das macht man nur, wenn es einen Rechtsbehelf gibt, den man nicht eingelegt hat. Das betrifft Fälle, in denen der Beschwerdeführer der Meinung war, dass ein bestimmter Rechtsbehelf nicht effektiv ist. Dann hat man im Feld 65 die Gelegenheit zu erklären, warum man davon ausgeht, dass der Rechtsbehelf nicht effektiv ist. Die nächste Frage unter H zielt darauf ab, ob man sich schon an andere internationale Instanzen gewandt hat. Da muss man angeben, ob man sich mit dem Sachverhalt, um den es bei der Beschwerde geht, schon an andere internationale Stellen gewandt hat. Es gibt außer dem EGMR noch andere internationale Instanzen, an die man sich wenden kann, wenn man glaubt, Opfer einer Menschenrechtsverletzung zu sein. Je nachdem, um welches Recht es dabei geht, sind Beispiele der UN-Menschenrechtsausschuss, die Arbeitsgruppe zu willkürlichen Verhaftungen oder das Komitee zur Verhinderung von Folter. Grundsätzlich sieht die Europäische Menschenrechtskonvention vor, dass Beschwerden unzulässig sind, wenn sich der Beschwerdeführer bereits vorher an eine solche Instanz gewandt hat. Es kommt aber darauf an, welche Instanz das genau ist. Dazu gibt es Rechtsprechung des EGMR. Jedenfalls möchte der Gerichtshof aber informiert sein, ob es schon ein Verfahren bei einer anderen internationalen Instanz gibt, damit er die Angelegenheit prüfen kann. Und dazu dient diese Passage des Formulars. Darüber hinaus sind Beschwerden auch dann unzulässig, wenn der Gerichtshof bereits entschieden hat. Der EGMR kann sich nicht zweimal mit der gleichen Angelegenheit befassen. Deshalb muss man da angeben, ob man bereits eine Beschwerde beim EGMR eingelegt hat und unter welchem Aktenzeichen diese geführt worden ist, damit der Gerichtshof prüfen kann, ob es sich dabei um die gleiche Beschwerde handelt. Auf Seite 12 folgt dann die Liste der beigefügten Unterlagen. Man muss der Beschwerde alle Unterlagen beifügen, die der Gerichtshof benötigt, um den Fall zu prüfen. Die Unterlagen müssen sofort beigefügt werden. Das heißt, es ist grundsätzlich nicht möglich, Unterlagen später nachzureichen. Welche Unterlagen erforderlich sind, ist schwer allgemein zu sagen. Dazu gehören jedenfalls Kopien aller Gerichtsurteile sowie der wesentlichen Schriftsätze im Verfahren. Beispielsweise eine Kopie der Verfassungsbeschwerde oder der Begründung von Rechtsmitteln und so weiter. Die Unterlagen muss man chronologisch ordnen und dann von Anfang bis Ende durchlaufend nummerieren. Wenn also beispielsweise das erste Dokument, das man beifügen möchte, eine Klage beim Amtsgericht ist und diese Klage 9 Seiten hat und das zweite Gericht das Urteil des Amtsgerichts, dann erhält die Klage die Nummern 1 bis 9 und die erste Seite des Urteils des Amtsgerichts ist dann die Nummer 10 und die zweite Seite des Urteils die Nummer 11 und so weiter. So nummeriert man alle Dokumente von Anfang bis Ende durch. In der linken Spalte trägt man dann eine kurze Bezeichnung des Dokuments ein. Im Beispiel also Klage an das Amtsgericht mit dem Datum. Und rechts kommt dann die Seitenzahl, in dem Fall also 1. Und dann kommt als zweites Dokument Urteil des Amtsgerichts vom mit Datum und Aktenzeichen und hier rechts die Seitenzahl, an dem das Urteil beginnt. Das ist also dann in dem Fall 10.
Und so hat der Gerichtshof letztlich eine Art Inhaltsverzeichnis für alle beigefügten Dokumente. Und wenn er auf ein bestimmtes Dokument zugreifen möchte, weiß er sofort, wo er das finden kann und welche Seite er dafür öffnen muss. Auf der letzten Seite hat man einen Platz für Anmerkungen. Da kann man beispielsweise einen Antrag einfügen, dass man möchte, dass die Beschwerde anonym behandelt wird, wenn man das möchte. Dann folgen Datum und Unterschrift. Und man muss ankreuzen, ob der Beschwerdeführer unterschrieben hat oder der Bevollmächtigte. Der letzte Abschnitt, Bestätigung der Kontaktperson, ist nur dann wichtig, wenn mehrere Personen als Beschwerdeführer auftreten. Dann steckt man die ganze Beschwerde in einen Umschlag und schickt sie an die Adresse, die unten auf dem Formular angegeben ist.